Also mein Mutterdialekt ist Unendialekt. Mein Daddy und meine Mama sind beide im Kanton, vom Kanton Uri. Also ich bin in Altdorf 5 gewachsen und habe Urner Dialekt geredet. Aber mittlerweile, als ich in Birgland bin, sehr Schächental orientiert und hat sich mein Dialekt natürlich sehr verändert. Also ich bin, ich sage jetzt, ich rede urchiger als früher. Also, ich bin in Geschenen aufgewachsen, im Bergdorf, ganz oben im Kanton Uri. Also, was mir gefällt, es ist ein bisschen urchig, sage ich es mal so. Und ja, es auch mit den Ö und Ä, immer so ein bisschen mit dem, es gefällt mir. Für einen Urner Dialekttyp sind Ü und Ä und Ch und starkes K. So, das sind so ein bisschen die typischen Sachen. Es ist das Urchige, das ich eigentlich, das ich schon schön finde. Und irgendwie, ja, es ist spezifisch für unseren Urner Kanton. Und dann natürlich die Kehllaut, also man redet ja sehr im Hals hin, es kratzt fast. Und ja, K, starkes K. Und dann starke, beispielsweise die Vokal, die wir dehnen, also schön. Oder, ja, das ist auch speziell, finde ich. Also ich habe das Gefühl, es hat sich schon ein bisschen verändert. Ich merke es auch bei mir, ich gehe jetzt zur Altdorfschule. Und dass sich mein Schächental-Dialekt ein bisschen verändert hat, auch mit den anderen Gemeinden halt, und so ein bisschen vermischt hat. Also mit dem denke ich, es hat sich schon verändert. Es wird ein ganz anderes Dialekt geredet als früher. Also die meisten reden ein anderes Dialekt. Es hat sich ganz klar abgeschwächt, sage ich jetzt einmal. Also Schächental ist sicher noch recht urchig. Die Urseretal, die haben auch ihre Eignungen, aber so das Altdorf, da sind so viele Auswärtige, Zugezogene, da wird dann immer so stark geürnert. Ich glaube nicht, dass die Leute sich am Hochdeutsch anpassen, das ist mehr, dass die Leute sich an den anderen Leuten anpassen, also dass viele Fremde gekommen sind, also Fremde von anderen Kantonen, die halt andere Dialekte reden und dann sind wir halt so, dass wir uns anpassen. Also, zum Beispiel der Schmetterling, das ist Fliegholter, das sage ich jetzt auch nicht mehr. Und der Grossvater von meinem Mann, der hat noch ein Dialekt geredet, das habe ich kaum verstanden am Anfang. Nein, es wird schon nicht mehr gleich geredet. Also, nein, wenn ich jetzt nur schon an meine Grossmama, also ich bin bei der Grossmama aufgewachsen und ich habe ja vier enorm viele Ausdrücke mitbekommen, wo man heute nicht mehr sagt. Und einfach, was halt auch die Jungen, ich denke, das hat auch mit der Vielfalt der Medien zu tun. Also Veranglisierung, die tut sich immer ein bisschen mehr in unseren Wortschatz einschleichen. Bin ich gefeit davon. Nein, und ja, ich habe schon das Gefühl, dass sich der Dialekt abflacht. Natürlich auch ja, mit den Zuzügen, das ist auch klar. Da haben wir eigentlich so eine Phase gehabt, wo es einen Haufen jugoslawische Leute gegeben hat, die kamen. Plötzlich haben die Jungen auch aufeinander reden. Und halt gewisse Sachen bleiben dann auch da davon zurück. Wobei mir bewusst ist, also die Sprache ist ja immer eben einem Wandel unterworfen. Und das ist ja auch spannend. Burdali beispielsweise, also das Burdali Holz, oder das sagst du heute wahrscheinlich nicht mehr, oder? Oder ein Kilb. Also wenn du wie soll ich jetzt einmal sagen, weißt du, wenn jemand hilft, wenn ich jetzt so mit meinem Knie, also hinkt, und danach, was hat er der für ein Kilb? Das ist, weißt du, das hat man eigentlich auch, also wir haben das gesagt, und das kenne ich natürlich auch nicht mehr, oder? Also in der Primarschule war es so, meine Lehrerin, sie wohnt in Altdorf, aber sie kommt gerade von der Schweiz, und ich habe immer Auto gesagt und sie hat nicht mehr gesagt, ich spreche das komisch aus. Und sie hat gesagt, ich habe Auto. Oder auch also meine Verwandtschaft kommt von St. Gallen. Und mir sagen ja Heil. Und dann sie sagen immer Hoi. Und sie haben mich zuerst gar nicht verstanden, was ich gemeint habe. Ich weiss, eigentlich an einem Kurs war die Antwort Bauland.
Und dann habe ich das gesagt und der Holzmann so, hä? Und dann hat mir eine von Nidwalden wollen helfen und sie so, Bäuland. Und wieder alle so, hä? Und wir so, Bauland. Hä, ja. Ich habe in Basel gearbeitet. Ich habe im städtischen Baudepartement gearbeitet. Und die haben den Dialekt einfach so etwas von schön gefunden. Und irgendwie, ich bin sofort einfach so richtig akzeptiert gewesen. Und da musste ich immer zwischen denen wieder ein spezielles Wort sagen. Und die haben das so schön gefunden. Und ich habe manchmal schon das Gefühl gehabt, der Trunen Dialekt ist beliebt. Ja. Und bei mir hat es meistens mit Blätterteig noch richtig hoch. Ja. Okay. Sprech am Neujahrstag. Schauer. Guten Abend, Herr Lehrer. Ich wünsche Ihnen ein neues, gutes neues Jahr. Und da schickt Ihnen die Mutter etwas zu essen. Es sind 3 Weihen, ein Käse und eine Rammweihe und ein Tiribirenschnitz. Und da werden noch 6 Eier. Lehrer. Ich lasse Ihnen vielmals danken. Du bist ein braves Kind. Du hast aber ganz schön schwer zu tragen gehabt. Rutsch doch ein bisschen zum Ofen an, auf das Ofenbänkchen. Du hast sicher kalte Füße. Und hast ja ganz kalte Hände. Warum legt ihr euch keine Händchen an bei dieser Kälte? Ihr seid immer die gleichen. Gell, es hat geschneit, alle Beine sind voll. Schieler. Bei uns vor dem Haus sieht man den Hack fast nicht mehr. Der Schnee ist mir ein paar Mal bis an die Knie raufgekommen. Lehrer. Es ist nur gut, dass es so kalt ist. Wenn der Mond scheint, wird es klar und es kommt auf jeden Fall nicht rein schiffen. Schieler. Morgen können wir dann schlitteln oder schleifschienteln. Wir haben ja schon lange darauf gewartet. Wo ist der Hansi? Lehrer. Er ist zum Bäuer durch, helfen, Ziel und Geissen füttern. Wenn der gemolken ist, dann muss er noch die Bremte in die Käse reinbringen. Aber jetzt gehst du noch nicht heim. Wir essen bald Nacht und dann kannst du auch bleiben und ein Tasschen Kaffee trinken und dann bekommst du noch ein Stück Brot mit Anken und Honig drauf. Schüler, ich möchte schon bleiben, wenn ich darf. Lehrer, natürlich darfst du bleiben. Das wär's.